So, willkommen zurück bei Bellwright. Ja, wie man sieht, habe ich tatsächlich noch einmal neu gestartet und baue an einer anderen Stelle, einer etwas offeneren, glatteren und auch etwas freundlicheren Gegend, dachte ich zumindest. Ich hatte hier tatsächlich, während ich die beiden Hütten schon mal aufgebaut habe, Besuch von Banditen gehabt. Aber ja, es gibt hier halt nicht ganz so viel Getier. Sprich, Wölfe und Co., die gibt es schon. Da drüben zum Beispiel auf der anderen Straßenseite, sage ich jetzt mal, da befinden sich einige Wölfe. Und vor allem, wo ich eigentlich hin wollte, ich wollte eigentlich hier bauen, am Wasser. Aber hier ist tatsächlich alles voll mit ja, feindlichen Tieren. Feindlich gesinnten Tieren. Jo, jetzt bauen wir quasi hier. Ich habe mir Lobomir schon mal wieder besorgt. Der Weg ist jetzt etwas länger gewesen. Wie man sieht, ne, hier oben. Letztes Mal haben wir, ich glaube, hier irgendwo gebaut. Aber tatsächlich die gesamte Straße hier entlang ist friedlich und man konnte jetzt auch hier querfeld eingehen. Gar kein Problem. Solange man eben nicht hier ins Gewässer reinkommt oder hier mehr ins Gebiet. So, genau. Was machen wir? Da soll rein nur. Ich da jetzt vertan? Das ist doch in Ressourcen drin, oder? Ja. Holz. Da darf Holz gelagert werden. Ich möchte hier eine etwas größere Lagerfläche quasi bauen. Jetzt habe ich noch Stein. Ich kann auch noch mal ein bisschen Holz holen. Als die Banditen kamen, hatte ich leider nicht mal die Axt aufgesammelt. Die war zwar schon produziert, beziehungsweise ich habe sie nicht ausgerüstet gehabt. Und ja, auch wenn es nur zwei Banditen waren, ich war tatsächlich ziemlich schnell K.O. Das ist passiert. Auf der Suche nach dem Platz hier habe ich tatsächlich noch so zwei Lager gefunden. Zum einen hier eins, ein Wolfslager. Und das hier, ich weiß gar nicht mehr genau, was das war. Da habe ich Bücher gefunden, die einem automatisch ein bisschen mehr Erfahrungspunkte bringen können. Eins habe ich davon auch noch. Damit kann ich zum Beispiel, ich denke mal, Lubomir Erfahrungspunkte geben. Und ich habe diese Münzen hier gefunden. Die wollte ich jetzt noch nicht einsetzen, weil es was Neues ist. Mit den Münzen, wie es da steht, kann man das Vertrauen des Dorfes an sich oder verbessern. So. Jetzt weiß ich, wenn ich das jetzt rübergenommen habe. Egal. Wieder alles aus. Also das mache ich tatsächlich aus. Weil diese Lagertruhen auch automatisch von meinen Gefährten mit benutzt werden oder von meinen Arbeitern. Und dann dürfen die auch tatsächlich nur das da reinpacken, was ich angebe. Dann kann ich das Ganze ein bisschen mehr sortieren. Ich möchte noch mindestens eine weitere. Vielleicht noch ein paar mehr. Irgendwas davon? Nee. Holz fehlt mir jetzt. Aber ich könnte mal den Stein abgeben. Ich suche jetzt Stein.
haben wir tatsächlich gleich nochmal das Plumpsklo. Und wir sollen hier auf den Forschungstisch bauen. Ja, war mal darüber. So. In der Umgebung hier sind tatsächlich einige Bäume, wofür mein Werkzeug zu schwach ist. Damit habe ich tatsächlich nicht gerechnet, wie ich das hier ausgesucht habe. Das heißt, ich kann nicht immer einfach jeden beliebigen Baum hier fällen. Aber das macht auch nichts, dann bleibt die Welt noch ein bisschen lebendiger, als wenn ich da jetzt alles wegrode. Ich weiß zum Beispiel auch gar nicht, wie das geregelt ist mit Respawn oder so. Aber es gibt ja scheinbar Setzlinge und so. So, die Baumstämme, was ist wichtiger? Das ist erstmal wichtiger hier. Dann würde ich noch versuchen, wo ist Bogomir hin? Hier irgendwo hinter, oder? Ach, ich sehe ihn doch auf der Map. Augen auf! Also. Ich gerade mal gucken. Wie mache ich das, dass ich das Buch an ihn übertrage? Na. Moment. Ich schneide also erstmal rüber und dann. Keine Ahnung. Zimmerz. Blöden Bücher hier drin, das ist auch Quatsch. Es gibt doch noch mehr Ärzte. So, eigentlich noch Kupfererze oder nicht? Will ich jetzt hier gar nicht, oder muss ich das erst finden? Ich muss sich vorstellen, weil die Bücher müsste man doch eigentlich auch erst finden. Naja, packen wir es erstmal rein. Uns jetzt hier noch Flachs. Noch Flachs in der Truhe? Ne, habe ich nicht. Okay. Ich glaube, diese Bäume hier, genau, die sind für mich nicht schlagbar. Holz.
Habe ich wahrscheinlich keinen Platz mehr für einen zweiten Stamm. Wie viel Plätze braucht er? 9. So, das sind 6, 7, 8. Das ging erst durch 9. Okay, der Forschungstisch ist auch fast fertig. Forschungstisch ist auch fertig. Moment, voll, ich werde verrückt. Wie lange dauert das? Weiß man nicht. Ich habe ja noch so einen Baumstamm. Ich gebe erstmal alles ab. Guck ich mal, ob ich den anderen Stamm hier wiederfinde. Im Dunkeln. Dann gehen wir mal, am nächsten Tag wird das weg sein. Müssen wir mal ausprobieren eigentlich, ne? Wird die zweite Hälfte doch gerade eben eingesammelt? War das der Baumstamm, den ich noch im Inventar hatte? Hier soll auf jeden Fall die Falle erstmal erforscht werden. Also man kann nur eins zur Zeit, das ist natürlich blöd. Ja, man kann eventuell schon mal eine Reihenfolge. Eine Reihenfolge eingeben und das wird dann alles so nach und nach abgearbeitet. Aber nö. Der hat sich wahrscheinlich schlafen gelegt, wie es aussieht. Das mache ich jetzt auch.
Er ist schon wieder aktiv. Das Zeug ist weg. Jetzt habe ich auch langsam keine Nahrungsmittel mehr. Quatsch, was ich mache. Ich glaube gar nicht, dass ich die über ein Feuer machen kann. Die da trocknen. Also mein Plan war eigentlich, die trocknen zu lassen. Aber es wird wahrscheinlich ja eher woanders drin passieren. Noch interessant wäre es, wie die Landwirtschaft funktioniert. Warte mal, was war das da gerade? Lehm. Voll. Okay. Lachs. Könnte sich jetzt auch holen. Dann wäre tatsächlich interessant, die Landwirtschaft. Gibt's die irgendwo? Kann man das schon erkennen? Zappe. Abbauen von Stein. Bergbaulager, okay. Dünger! Das sieht doch gut aus hier. In die Richtung. Wassersammler. Lehm. Bauernhof und Hacke. Ja. Also in die Richtung. Aber ich möchte erstmal das Plankenschild. Das Baumstämme? 5 Baumstämme? Wahnsinn. Machen wir mal genau dazwischen. Ich stelle aber natürlich nicht, wie die gemacht werden.
Aber irgendwas wird da noch angezeigt als neu. Merkwürdig. Egal. Weltbedrohung 1. Weiß ich tatsächlich nicht mehr, was ich da drin gucken wollte. Wer hat den Ernten 2 bekommen? Ich oder mein Kollege? Nicht geplant. Also ein Inventar voll. Da kann man eben gucken. Ernten 2, das war dann wohl bei mir. Hier war das, ne? Seil. Das geht ja gar nicht. Ich habe ja noch gar keine Seile. Ich weiß auch schon nicht mehr, wo ich den anderen Baum gefällt habe. Naja, fällen wir den hier auch noch. Sind ja genug Bäume da. Kann ich die auch im Nachhinein noch umbenennen? Nee. Muss ich das immer vorher machen? Muss ich hier die Baumstämme reinmachen? Nicht mehr umbenennen. Naja. Nur einsammeln. Mehr nicht.
Ich glaube, hier war Holz. Ja. Auch das Verdorbene? Das nicht. Gut. Also jetzt diese Dinger produzieren. Ach Quatsch. Zwei. So, und das funktioniert jetzt ja nicht, dann könnte ich ja eigentlich mal auf Sammler gehen. Jetzt wechseln würde, genau. Hat er immerhin schon mal angefangen. Ah, da steht jetzt auch 50%. Sehr schön. Ach ja. Rechts von mir ist irgendeine Art Gegner. Irgendwo dahinter. So, dann muss ich mal gucken. Da war das drin. Andersrum. Das drin. War hier, glaube ich, Stein. Was ist das denn? Blöde Sortierung. Das wären Pilze.
Die suche ich mal eben. Hier drüben waren irgendwo welche. Laufe ich überhaupt richtig? Da. Pilze gibt es hier eigentlich reichlich. Wie viele braucht das? 5. Alle sind nicht fertig? Doch, eine müsste fertig sein. Da drin, ja. Sammellager wurde erforscht. Schilf. Weiß ich zumindest, wo ich es herbekommen würde. Brauche ich auch Schilf für? Jetzt machen wir erstmal was. Wie läuft denn das jetzt mit der Falle? Das ziehe ich jetzt also hier irgendwo. Ich noch eine Beere, richtig? Die Falle. Nur Holz.
Inspektion. Wie mache ich das da jetzt? Keine Ahnung, aber du bist eine Reservewache. Das ist erstmal weg. Und die hätte ich dann noch. Sammlerhütte. Sammellager. Kostet natürlich gleich ein bisschen mehr. Irgendwie in der Nähe von Holz, also von Bäumen, aber dichtes Waldgebiet, also ja eigentlich da. Wo habe ich eigentlich die Falle hingesetzt? Hier, ne? Nö. Ja, keine Ahnung. Sag ich, dass man nicht hier merken kann. Man gut, ich aus dem Baumstamm jetzt wieder gefahren. Ah, dann wird auch blau angezeigt. Da ist was drin. So, wie viel Platz habe ich noch? Moin. Das werden mindestens nochmal zwei. Dann lasse ich das erstmal. Wird auf der Map sogar angezeigt. Falle kann immer wieder neu bestückt werden. Das ist natürlich super. Oh, ich habe gar nicht so viele Fallen.
mal weg. Ich glaube, ich mache die selber. Und Holz. Jetzt mal drin. Warum ist denn eigentlich nur ein Slot? Na egal. Ich muss Holz holen. Mal da drüben. Schon wieder was in der Falle. Und die Bären sind auch noch gut. Glück gehabt. Quatsch, was ich hier mache. Eigentlich bin ich ja nur auf der Suche nach Holz, nicht nach Baumstämmen. Hier. Auch ein Leben. Ja. Dann lasse ich ihn auch gleich mal müssen. Ja, das Zeug sammeln für die anderen beiden Hütten. Genau, das hier kann er auch machen. Habe ich da noch einen Baumstamm von mir? Und dann werde ich aber selber nochmal eben die drei Fallen herstellen. Und dann nehme ich gleich das Fell, die drei Fallen und die Münzen mit. Und gehe mal ins Dorf, guck mal, was ich da machen kann. Ein bisschen Progress mit dem Dorf. Na, jetzt reicht das Holz nicht mehr.
Pilz will ich nicht. Habe ich hier nicht irgendwo jetzt wieder einen Baumstamm liegen? Hier wahrscheinlich gar keinen Platz für im Inventar, oder? Für einen ja, für den zweiten mit Sicherheit nicht. Na gut, in der Falle ist diesmal noch nichts drin. Ich könnte da ruhig mal reinlaufen. Der Horsi. Alle muss mit. So, noch kurz die Münzen. Dann würde ich eigentlich noch mal kurz gucken. Es fühlt sich langsam. Aber ein bisschen dauert das noch. So, welche Straße? Die, ne? Geradeaus durch. Große, ja. Auf geht's ins Dorf. Toll. Ich wollte sagen, wir können ruhig noch ein paar Stöcke mitnehmen. Aber so nicht. Try anything stupid. Don't try anything stupid. Lad. We don't want any trouble. Let's talk. You're back. Did you manage to convince him?
good, really impressive. Unfortunately, that's not the end. I need something more. You see, we have a problem with wolves, and someone has to take care of them. You've showed me you're true to your word, but I need more to trust you. Will you do it for me or not? Greetings. I'm afraid I don't have anything for you. Anything else? Und was ist jetzt mit den Pfeilen? Trotzdem weg. Okay, wurde bloß nicht angezeigt. Yes. I'm sorry, but I don't have any job for you. Anything else? Bei dem kann ich nichts machen. Work peasants, there's no time to lose. How can I be of service today? Perhaps you'd like to view my fine wares. Das ist ja doof. Und die Wölfe sind wo? Hier drüben. Da bin ich noch nicht hin. Ja, das gehört wieder alles dem Dorf. Bla bla. Geht doch keiner. So, ein Stock geht noch. Ein kleines bisschen hier drüben erkunden. Muss man aufpassen, da waren ja gerade eben auch irgendwelche Gegner. Ich glaube auch Wölfe. Eigentlich möchte ich noch nicht gegen die kämpfen. Und ein Banditenlager. Noch ein Game vorkommen.
Haben wir ja auch schon einiges gemacht, aber ich denke mal, da fehlen jetzt die ganzen Baumstämme. In der Falle ist auch wieder was drin, sehr schön. Zurück. Und dann brauche ich eigentlich auch noch. Oh. Brauche ich eigentlich noch mal eine Lagertruhe für Fälle. Abbrechen. Ah, shit. Ich wollte es doch erst umbenennen. Naja. Ist die Falle kaputt. Macht man so schon hin und wieder mal eine neue. Dass ich das nicht richtig anordnen lässt. Das ist ein Quatsch. Habe ich nicht drüber nachgedacht. So, dann brauche ich zwei Holz. Ist da noch was drin? Ja, danke. Und einen Rohstein. Der ist auch noch drin. Kann ich zumindest die Reparatur durchführen. So. Oh oh. Da sind wieder die zwei Banditen.
Wo liegt jetzt der Baumstamm? Keine Ahnung. Auch hier jetzt noch mal ein bisschen weiter erkunden. Noch mal leben. Da hinten kommen Hütten. Aber auch später beim Bieten, so zumindest einer. Freue ich mich da jetzt mal. Ja, ich schlag mal gegen den Baum, aber nicht gegen ihn. Jetzt erst. Ja, das ist natürlich doof. Komm mal kurz mit. So lang. Ja, genau. Ja, man hat ja Schaden gemacht, wenn man getroffen hat, aber ich habe stattdessen ja mal auf den Baum eingeschlagen, anstatt auf den Banditen. Wieder zwei. Wer seid ihr? So, was ist jetzt mit Lobomir? Weiß ich nicht. Ja, das ist eine Händlerin hier. Na gut, gehen wir mal zurück ins Dorf. Vielleicht können wir ihm da helfen. Mal Flachs mitnehmen. Thank you.
wird in Kürze als Arbeiter in der Siedlung erscheinen. Ist alles gut. Jetzt alle ist auch schon wieder was drin. Natürlich keine Beere dabei. Hier in den Sträuchern, da ist eine Beere. Alle auch wieder scharf. Steine. So. Holz. Alles noch nicht fertig. Oh, da ist er ja wieder. Mal, komm mal her. Ach, die hat sich Essen geholt. Oh, gut. Dann lege ich es mal da rein. Ich glaube, das Seil war hier ganz nützlich bei dem da, ne?
könnte ich noch mal eben ein bisschen Schilf holen. Nee, Schilf? Doch, ich glaube Schilf. Aber ich glaube, das mache ich beim nächsten Mal. Genau. Dann würde ich sagen, beende ich jetzt hier einfach mal die Runde. Und nimm. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Lasst gerne ein Like, Kommentar oder auch gerne ein Abo da. Und ja, wenn ihr mögt, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin, vielen Dank fürs Zusehen. Ciao.